Heute möchte ich ein letztes Mal hier bei mir meine kleine WM-Sendung machen. Ja? Ich will das letzte Mal hier um die kleine Lederkugel alles kreisen lassen. Ja? Dann ist mir das auch zu doof. Ich meine, mittlerweile gibt es einfach viel zu viele Trittbrettfahrer. WM-Sendung zur WM, das kann ja jeder. Meine Damen und Herren, wir machen das vorher. Hier ist Road to Russia. Muss jetzt für heute mal reichen. Sieht schick aus. Sieht schick aus, ja. Muss auch für heute mal reichen. Ja? Oh Mann, ey, wenn ich noch so ein Hasskommentator werden wollte im Sommer, dann wäre das ein sehr gutes Profil. Stimmt, ja. Dann brauche ich nicht mehr so eine kleine Deutschlandfahne als Grafik in mein Bild reinmachen. Eine Deutschlandfahne umhängen, dann bist du der Profi-Hasskommentator. Gutes Spiel auch. Geht er zum Public Viewing oder ist er Hasskommentator im Internet? Ja. Könnte man nochmal spielen. Genau. Morgen ist es nämlich so. Morgen fährt die Nationalmannschaft in ihr WM-Quartier nach Russland. Heute ist also der letzte private Tag für die Spieler vor dem Abflug. Und klar, dass dieser natürlich von Toni Kroos mit uns verbracht wird. Selbstverständlich. Nicht mit der Familie oder sonst was, sondern mit uns. Hallo, schönen guten Tag. Toni, bist du schon am Rohr? Toni, was macht ihr da? Ist das? Da bin ich. Ach, da bist du. Hallo, Toni. Sag mal, haben wir dich überrascht? Nee, ich habe gerade meine Rolle runtergemacht, damit ihr mich seht. Sehr gut. Ach, das ist sehr gut. Absoluter Profi, ne? Also, sagen wir mal, abseits vom Spielfeld klappt das schon sehr gut. Auf dem Spielfeld selber, ich muss jetzt mal für fußballinteressierte Freunde fragen, das Spiel gegen Saudi-Arabien, ne? Ja, haben wir gewonnen. Ja, aber schon mit Ach und Krach. Ne? Ich sag mal, ich mache mir ein bisschen Sorgen und damit stehe ich nicht ganz alleine da. Kannst du jetzt mal ein Versprechen abgeben, also dass wir Weltmeister werden? Nein. Das kann ich nicht, aber ich kann versprechen, dass wir alles tun werden, um Weltmeister zu werden. Ja, mir reicht das. Ja. Das ist in Ordnung, oder? In Ordnung, ja. Ja? Toni, wir sind jetzt bei dir zu Hause und du musst ja deinen Koffer noch packen, ne? Ja, so ein bisschen, ja. Was ist aktuell das Wichtigste, was du dabei hast? Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass uns ja schon so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen wird. Sprich, so viel muss ich gar nicht mitnehmen. Ja. Das meiste ist schon da. Zumindest so an Klamotten. Alles, Fußballschuhe musst du mitnehmen brauchen. Natürlich, ne? Nein, nicht mal das ist auch schon da. Mhm. Aber was ich zum Beispiel mitbringen muss, und ich war vorgestern bei Rewe, Dreierpack Zahnbürsten habe ich dabei. Ja, soll ja ein, zwei Mal die Woche auch nicht schlecht sein. Ja. Und um mir ein bisschen die Zeit zu vertreiben, habe ich hier noch die Biografie von Robbie Williams dabei. Die werde ich beenden, habe ich schon angefangen. Ja. Von dem wurdest du auch mal abgeschleckt schon, ne? Habe ich noch recht? Der hat mir auch schon mal sehr ungefragt, sagen wir mal, ziemlich weit in den Hals. Ja. Der singt jetzt zur Eröffnung. Aber bist du, ne? Wahrscheinlich auch nicht der einzigste Mensch auf der Welt. Nee, das schmeckt ja auch noch ein bisschen nach Barbara Schöneberger, ehrlich gesagt. Gut, aber so die wichtigsten Sachen hast du. Du hast jetzt, also du hast eine Zahnbürste, hast deinen Fußball eingepackt, das ist ja auch wichtig, ne, dass einer einen Fußball mit hat, sonst kann man das ja nicht machen. Ne? Aber ist das so ein bisschen wie früher auf Klassenfahrt, dass Yogi zum Beispiel vorgibt, wie viel Geld man mitnehmen darf oder so? Damit jetzt die ärmeren Spieler sich nicht doof fühlen, wenn du zum Beispiel jeden Tag neue Schuhe aus Diamanten kaufst oder sowas? Ja, also habe ich die Vorgabe hier, habe ich verpasst, weiß ich nicht. Aber wer ist denn der ärmste Spieler in der Nationalmannschaft? Denke, wer hat am wenigsten Geld? Ich glaube, da kann sich keiner beschweren. Also sind alle ausgestattet, aber natürlich entsteht auch innerhalb so einer Nationalmannschaft dann doch wieder, auch wenn es für normale Menschen absurd ist, aber es entsteht ein soziales Gefälle. Irgendeiner ist der mit wenigsten Geld. Ja, der ärmste. Ich weiß nicht mal wer. Weißt du nicht? Ja. Doch, weißt du. Ich bin's nicht. Haben wir uns gedacht. So. Jetzt wollen wir uns aber mal erstmal um deinen Koffer kümmern. Ne? Ich habe dir ein Paket geschickt. Ist das angekommen? Ja, ich habe
wirklich lange überlegt, ob ich es annehmen soll, weil ich wusste ja, von wem es ist. Ja. Aber habe ich getan und noch nicht geöffnet. Ich habe es noch nicht geöffnet. Tickt es noch? Nein. Nein, nimm mal das Paket vielleicht und dann können wir mal zusammen mal da reingucken. Vielleicht sind das ein paar Sachen, die dir irgendwie gefallen, ja? Ja, erstmal habe ich Angst, aber ich mach's auf. Muss keine Angst haben, es sind keine schlimmen Sachen. Ich habe so einen Quatsch mache ich nicht. So, ich spiele da nicht mit dem Feuer kurz vor der WM. Okay. Das sind ein paar Sachen so fürs Trainingslager, die dir vielleicht, vielleicht Spaß machen oder so. Was haben wir da? Meinen kleinen Piccolo. Falls du mal irgendwie ein Spiel gewinnst, kannst du dir mal schnell heimlich noch ein Piccolo reinschütten in der Kabine. Kannst du in Stutzen reintun. Wenn wir verlieren. Wenn wir verlieren, viel besser sogar. Ja, genau. Oder dann, genau. Also einen kleinen Piccolo für die gute Laune zwischendurch, für Halbzeit vielleicht. So, dann habe ich hier eine Kappe. Warte, ich zeig's euch mal. Ja. Es ist wirklich enorm. Es ist wirklich enorm, wie einfach nur durch das Aufsetzen dieser Mütze, man hat wirklich das Gefühl, du springst gleich auf und singst Despacito. Ja. So gut, reicht ja. Jetzt. Das ist sehr gut, die könntest du natürlich, also ist natürlich am Ende deine Entscheidung, ich kann da ja natürlich auch wenig Macht ausüben, aber die kann man natürlich auch in der ARD mal aufsetzen, wenn man nach dem Spiel befragt wird, ne? Also, oder während des Spiels kann man die auch gut aufsetzen, ne? Wird die noch so festgemacht, absolut, wie Miros Maske absolut. Damals. Ja? Ja. Guter Torjubel, da kommt ja. Die Mütze. Alles ich sag einfach nur, muss man natürlich nicht, kann man nur machen, wenn einem kalt ist auf dem Kopf. Ja? Mach ich. Aber da habe ich noch was, ja. Aber das ist für Herrn Jogi Löw, den darf ich ja gar nicht aufmachen, oder? Doch, den darfst du einmal aufmachen, damit du weißt, was drin ist. Genau, das ist eigentlich für Jogi Löw, aber du darfst aufmachen. Kannst du vielleicht einmal. Soll ich es weitergeben dann? Nee, lies ruhig einmal vor, dann weißt du, was das ist, dann kannst du das vielleicht für dich nutzen. Okay, also seid ihr bereit? Okay, also, sehr geehrter Herr Jogi, sehr schön. Mein Freund Toni kann heute leider nicht zum Training kommen. Er hat schlimmes Bauchi. Okay, bitte entschuldigen Sie sein Fehlen. Ab morgen kann er dann sicher wieder gegen die runde Pflaume donnern. Gut gekriegt, Grashäufer Umlauf. Ein Entschuldigungsschreiben, falls du mal keinen Bock hast, da habe ich dir ein Entschuldigungsschreiben gegeben. Damit du also nicht unentschuldigt fehlst, weil das sehr teuer ist, ne? Das nehme ich dann direkt für morgen, dann bleibe ich noch einen Tag zu Hause. Kannst du direkt für morgen, dann fliegst du ein bisschen später. Ja? Kannst du dir einsetzen, wie du willst. Ich würde ein bisschen warten damit, ne? Oder wenn ihr rausfliegt, falls ihr den Tag, wo ihr den Anpfiff kriegt oder so, ne? Dann, kannst du da ja dann einfach sagen, bleibst du zu Hause, ne? Sag mal. Vielen Dank. Jetzt, mal gucken, wie, ob das wirkt. Ich denke schon, der ist da ja nachlässig. Man darf ja nicht so rumschreien wie Sandro Wagner, ne? Das kommt nicht gut an. Man muss lieb fragen, ob man nicht kommen darf. Ja? Das ist in Ordnung. Ja, oder einen Brief dabei haben. Ja, oder einen Brief dabei haben, genau. Toni, ich wollte dir erstmal recht herzlichen Dank sagen, dass wir so oft mit dir hier kurz vor der WM Kontakt hatten, ja? Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Lieber Toni, vielen Dank für die letzten 4 Wochen. Jetzt wünschen wir dir hier ein großartiges Turnier. Alles, alles Gute. Ja, hol uns das goldene Ei. Hol das Ding nach Hause und macht was draus. Und vergiss nicht, dass das zwischendurch vielleicht auch mal ein bisschen Spaß machen soll. Ne? Es ist ein Spiel am Ende. Am Ende ist es nur ein Spiel. Spiele sollen Spaß machen. Ja? Absolut. Klar. Gut Kick in die Runde, ha? Gut Kick. Mach's gut. Viel Spaß, guten Flug und bis bald. Tschüss. Ciao.